Obwohl die meisten Menschen einen Pool kaufen, um aktiver zu werden, hören viele nach kurzer Zeit wieder auf, regelmäßig zu schwimmen. Grund ist oft stagnierender Leistungszuwachs und dadurch mangelnde Motivation. Sie wollen das ändern, Jonathan Weinert und Pascal Perle. Das Team von Swimloop hat eine smarte Lösung entwickelt, die das Schwimmtraining im heimischen Pool revolutioniert. Das setzt sich zusammen aus einem Schwimmgurt, zwei Gummibändern und dem Kraftsensor, den wir Swimloop nennen. Und dieser kann mit Hilfe von KI-Modellen, die wir entwickelt haben, die Leistungsparameter des Schwimmers automatisch aufnehmen. Wir messen direkt die Kraft beim Schwimmer, wenn er an einem Seil schwimmt, und können eben über diese Kraftverläufe die Distanz berechnen, den Schwimmstil oder auch wie viele Züge ein Schwimmer gemacht hat. Los ging alles damit, dass Jonathan Weinert während der Pandemie die Ausbildung zum Rettungsschwimmer absolvierte. Weil alle Schwimmbäder geschlossen waren, musste er fürs Training in den Pool seiner Eltern ausweichen. Mit einer Smartwatch wollte er seine Aktivität tracken. Aber leider habe ich dann festgestellt, dass die nur für GPS, also für Bewegungsdaten oder halt für Bahnschwimmen ausgelegt ist. Und dadurch hat das gar nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, das hatten doch bestimmt viele das Problem. Und dann habe ich angefangen, diesen Sensor zu bauen. Der Elektroingenieur hat schon einige Jahre als Produktentwickler in der Schwimmbadbranche gearbeitet. Hardware ist seine Welt. Gemeinsam mit Pascal Perle begann er, das Konzept für das Swimloop-System zu entwickeln. Beide sind absolute Technikfreaks und kennen sich vom Studium. Die Kraftmessung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu perfektionieren, war für Pascal Perle eine willkommene Herausforderung. Als Informatikingenieur hat er bereits zahlreiche Apps entwickelt und vermarktet. Es ist ganz wichtig, dass man viele Daten hat und auch gute Daten. Und da konnten wir über eine Förderung an der Uni Heidelberg immer an den Olympiastützpunkt in Heidelberg gehen und mit sehr vielen Schwimmern Daten sammeln. Das haben wir verwendet, diese Kraftverläufe, um eine KI zu trainieren. Und so einfach funktioniert Swimloop. Außerhalb des Pools wird ein elastisches Gummiband befestigt, das zur Kraftübertragung und Stabilisierung beim Schwimmen im Becken dient und mit einem Schwimmgürtel verbunden ist. Während des Trainings zeichnet der in das Gummiband integrierte Sensor die Kraft über die Zeit auf. Auf Smartphone oder Tablet werden dann die verschiedenen Werte in Echtzeit berechnet. Beim Schwimmen sieht man genau seine Fortschritte, zum Beispiel die verringerte Anzahl von Zügen pro Strecke oder kraftvollere Schwimmzüge und mehr aufgewendete Energie. Ja, im ersten Moment fühlt es sich schon ein bisschen ungewohnt an mit dem Gurt, der einen so ein bisschen zurückzieht im ersten Moment. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Dann macht es einfach Spaß. Nach dem Training kann man seine Daten anschauen und mit vorherigen Trainingseinheiten vergleichen oder einen Trainingsplan erstellen. Und die Trainingsmöglichkeiten sind viel flexibler als bei einer Gegenstromanlage. Man kann eben unterschiedliche Stile und unterschiedliche Trainingsarten, also nur Arme, nur Beine, schnell, langsam etc. machen. Das geht bei der Gegenstromanlage nicht. Erstens, man hat die ganze Zeit Wasser im Gesicht, das stört mich am meisten. Und zweitens, man hat nur eine Geschwindigkeit. Im Moment arbeiten wir an einem virtuellen Wettkampfmodus. Damit kann man eben von daheim im Pool, übers Internet, in Echtzeit oder auch asynchron gegen andere Schwimmer schwimmen. Das ist ein Ansporn, es geht hauptsächlich hier um die Motivation, dass man eben sieht, oh, der andere ist noch mal ein bisschen schneller als ich, dann gebe ich jetzt noch mal am Ende Gas. Je mehr Leute dabei sind, umso mehr Spaß macht es natürlich auch. Das Team von Swimloop ist auf vielen Messen unterwegs und hat sich im Fachhandel bereits gut positioniert. Außerdem sollen auch Reha-Kliniken, Schwimmvereine und Hotels angesprochen werden. Weil der Schwimmstil einen großen Einfluss auf die Leistung hat, ist auch eine individuelle Schwimmanalyse in Arbeit. Über die ganzen Daten, die wir gesammelt haben, wissen wir, wie ein optimaler Schwimmstil aussieht. Und damit können wir dann den aufgenommenen Schwimmstil vom normalen Schwimmer vergleichen mit der Idealkurve. Und dann wollen wir eben Tipps geben, so eine Art virtuellen Schwimmtrainer, den man dann
eben in der Hosentasche hat. Der Swim Loop ist platzsparend verpackt und kann überall hin mitgenommen werden. Also gibt es künftig auch im Urlaub keine Ausrede mehr, mangels Motivation auf das regelmäßige Schwimmtraining zu verzichten.